Ja, kann ich. Rein zufällig gibt es hier nämlich Stäbe, an denen ich natürlich rein zufällig lang schwingen kann. Rein zufällig. Also es ist nicht so, dass das irgendwie nicht zufällig wäre. Es ist schon zufällig. Da wurde sie jetzt... ich habe den Knopf gedrückt, wodurch Faith zum Geist wird, wodurch sie durch alle Materialien, auch Rohre und so, wo man sich dran festhalten dran kann eigentlich, hindurchfällt. Kennt ihr den Key nicht? Tja, den müsst ihr euch dann wohl installieren. Das ist wahrscheinlich dann nur für VIP-Mitglieder zugänglich. Ach, leck mich doch. Ja, jetzt hält sich fest. Obwohl ich alles genauso gemacht habe wie vorher. Naja, ich habe den Geist-Key nicht mehr gedrückt. So. Geht auch. Denn ist ein Zug. Oder was auch immer das war. So aus in die Straßenbahn. Auf Gleisen. Oder so. Gut. Yay! Wir sind sogar super gelandet. Wir mussten uns nicht mal festhalten. Geht da hoch? Hier lang. Hallo Jackknife. Versuch nicht vorbeizurennen. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Ist das so? Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Jack. Ich habe gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling-Fan, hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Ropeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Ropeburn? Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Ropeburn zu gehen. Werde ich nicht. Ich gehe zu Miller. Oh. Oh, Faith, was machst du bloß? Willst du ihm von Jackknife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt. Okay. Mach, was du für richtig hältst. Ich kann es eh nicht beeinflussen. Ja, er geht zu seinem Laden. Lieutenant Miller? Ich bin Faith, Kates Schwester. Sie hat nie eine Schwester erwähnt? Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu ihm gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Captain stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in Ihre Nähe. Sag Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas. Wieso? Es wird hier erwähnt. Pope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Ach ja, Unterbrechungen sind Adrenalin. Chipping, nähe U-Bahn Riding Park. Ist mein Mikro an? Im Gebäude müsste ein Schild sein. Ja. Ich habe Ropeburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Ropeburn wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Oh mein Gott. Was jetzt? Ja. Hallo. Ja. Was zum Teufel? Was ist denn? Jetzt packt das Spiel auch noch rum. Moment, nochmal. Hä? Was ist das? Ich komm nicht weiter.
ja. Hast du Spaß, Faithy? Sie will nicht gehen und ich kann mich auch nicht mehr so schnell drum gucken. Ich muss so machen, dann kann ich schnell. Was ist das denn jetzt? Alter! Was zur Hölle? Ich kann auch nicht springen. Neuladen. Super! Paxlin, super. Lieben wir. Wie fortsetzen? So, ja, ich weiß es. Hast du über... Ja, du hast übersprungen. Wenn es jetzt nicht geht, dann haben wir ein Problem. Es geht nicht. Gut. Es ist gut. Ja. Ne? Ich will den Fuß gerne rein... Ah, verdammt. Ja, gut, dann beende ich die Aufnahme hier mal, weil, ja. Ne? Genau. Bis zum nächsten Mal. Neuer Tag, neues Glück. Willkommen zurück. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für euch noch ein Video ist. Auf jeden Fall, hallo. Mhm. Ja, ich habe jetzt... Ja. Ich habe jetzt Patch installiert. Und Patch... Sollte mir helfen. Patch. Scheiße. Das freut mich. Jetzt geht's weiter. So. Meine lieben Freunde. Wir haben 2 Rohre. Ich hätte direkt an das rangekommen. Egal. Es geht weiter. Ah, das freut mich. Es freut mich allgemein, dass ich das Spiel, das Let's Play nicht abbrechen musste. Deswegen habe ich auch noch nichts gerendert. Weil ich nicht wusste, ob ich das Let's Play abbrechen muss. Wo muss ich überhaupt lang? Ja. Ach. Mann. So, wie kommen wir da hoch? Was denn hier? So. Okay. Dann so. Und jetzt müssen wir uns hier dranhängen. Genau so, Faithy. Super gemacht. Bist ja doch zu was fähig. Wow, du solltest springen, ne? Ist dir klar. Gut. So. Warum? Egal. Ich frag gar nicht erst. Yay. Moment. Ist das bestimmt? Ah! Wow! Ja! Spring über das Rohr drüber. Habe ich kein Problem mit. Jetzt geht's rein. Oder auch nicht, das Glas ist unzerstörbar. Da geht's rein. So, was haben wir denn hier? Ja? So weit, so gut. Ah, weg. So, warten hier wieder Cops auf mich? Anscheinend nicht. Gut. Oh, dieses Symbol. Tada! Es war offensichtlich, komm. So. Was haben wir denn hier? Nix. Da wäre perfektes Versteck für so einen Koffer. So. Tap-di-dap-dap-dap-di-dap-dap-dap. Ist der Exit in Sicht? Nein, eher der Eingang. Ich könnte da hoch oder ich könnte einfach durch die Tür. Ich gehe da hoch. Durch die Tür hätte ich eh nicht gekonnt, die ist rot. Ist ja klar. Es kommt eine Katze hin. Ich tue, was man mir sagt, das weißt du doch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang, klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rallerin hält sich nicht lange.
Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klar gehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Und wie auch immer, ich brauch jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine. Wie Marco auch schon angedeutet hat, achtet mal darauf, wie schnell der an der anderen Leitung gesprochen haben muss. Das ist krank. Egal. So, da liegt eine Waffe. Roadburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Los jetzt, ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Wie? Raus da, sofort! Stillen Alarm, fick dich. Mach das Fenster kaputt, ich geh durchs Fenster raus. Ja, okay, wurde auch nicht. Oh, keine Munition mehr. Schön. Und ich sehe hier niemanden, der mich bedrohen könnte. Ich gehe Aufzug fahren. Oder auch nicht. Ich gehe Aufzug fahren. Oder auch nicht. Warum kann ich den Aufzug nicht benutzen? Das ist Betrug. Oh, rote Wände. Das heißt doch immer was Gutes. Auch wenn es rotes Wasser ist. Und Leute... Wie viele Sorten rotes Wasser kennt ihr? Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Wasser ist. Wie soll ich denn jetzt da durchkommen? Ah, ich kann im Sprung... Oh, das ist ja geil. Wusste ich nicht. Tritt gegen eine Glaswand, Faithy. Ach du Scheiße. Horror. Noch mehr Kopf. Auch aufs Dach mit dir. Vergiss nicht, dass du Startfeind Nummer 1 bist. Startfeind Nummer 1. Okay. Merke ich mir. Los. Da ist die Tür. Du hast sie noch nicht abgeschüttelt. Doch, habe ich. Guck doch. Niemand da. Oh nein, nein, nein. Oh, da war kein Glas. Ach du Kacke, Blendgranate. Ha! Ich hab's fast unversehrt geschafft. So. Was mache ich? Hier rein. So, jetzt habe ich sie aber abgehängt. Kann ich erstmal durchatmen. Oh oh. Öffne dich, Sesam. Ah, oh, das tut weh, aber. Shit, haben sie verloren? Haben sie verloren? Das habt ihr ja früh bemerkt. Und so. Ratte! Wo ist Ratte hin? Aua! Stacheldraht, finde ich nicht gut. Ich hab weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Mach ich. Kannst dich auf mich verlassen. Pass auf, Faith. Die Cops schicken einen Helikopter. Oh, nö. Ist nicht euer Ernst. Nein, nein, nein. Nein. Geh doch weg, ey. Nein, du sollst da doch nicht runter, bevor du runtergehen sollst. Aua. Verdammt! Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Ja. Ich will gar keine weiteren Infos. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Du bist ein Verräter, Mark. Du hast den Heli geschickt. Habe ich recht oder habe ich recht? Nicht schon wieder. Ah, geschafft. Geh hoch! Sie wollten nicht hochgehen. Cool. Okay. Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos.
Mädel? Verarsch mich noch einmal. Und ich bring dich und deine Familie, die du gar nicht mehr hast, um. Ah, hier soll ich runter. Das ist ja schön, dass du mir das so, so toll mitteilst, ne? Ach, geh doch weg, ey. Mal ein bisschen schneller, Mädel.